Okay, in this very moment, something's born. Something like peace, salvation, a new world. Also ich finde, das Regieführen fängt ja schon mal so viel früher an und nämlich schon da, wie man einen Film aufstellt. Also was für ein Team man hat, was für eine Teamgröße, was für einen Arbeitsrhythmus. Bei Sterben wollte ich gerne, dass die Dreharbeiten sich nicht nach Arbeit anfühlen. Also ich hatte vorher einige so ein bisschen auch industriellere Sachen gemacht und größere Sachen gemacht, die auch Spaß gemacht haben, also Kostümfilme und mit großem Team und so. Und dann kommt man mehr und mehr in so einen Arbeitsrhythmus rein, wo der sehr unkünstlerisch ist und der sehr, ja, industriell, sage ich immer, so wie Factory. Man geht so zur Arbeit morgens und dann macht man die Arbeit. Dann gibt es komplexe Drehpläne und wann welcher Schauspieler kommt. Ich versuche, eine Umgebung zu schaffen, einen Raum zu schaffen für mich und die Schauspieler und das Team, in dem es größtmögliche Freiheit gibt auf der Basis eines Drehbuchs. Und die Diskrepanz zwischen dem, dass man produktionsbedingt in einem Korsett steckt und andererseits größtmögliche Freiheit möchte für alle Beteiligten, das muss man leveln, damit muss man irgendwie umgehen. Und ich versuche also ein kontrolliertes Chaos, sag ich, dann kriegen die Produzenten immer schon Angst, wenn sie das hören, und sagen, ja, ich bin interessiert am kontrollierten Chaos. Das heißt, dass ich auch nicht allen alles sage, absichtlich nicht. Manchmal schon weiß, was ich vielleicht in 2 Stunden machen möchte, ich sie aber noch nicht sage, weil ich gerne noch, dass alle so ein bisschen nervös sind, noch so ein bisschen, oh, gucken wir mal, oh, was passiert jetzt, was kommt jetzt? Und so, das ist ehrlich gesagt für mich das, was beim Regieführen viel wichtiger ist, als jetzt konkret dem Schauspieler nach dem Take was zu sagen. Oder spiel mal so oder so, das mache ich eh nicht. Also das, was man immer so manchmal vielleicht so ein bisschen klischeehaft als Regisseursarbeit am Set sich vorstellt, das ist nicht der entscheidende Punkt. Ich bin ein großer Fan von Proben. Auch von einer langen Vorbereitung und vor allem Proben, weil ich finde, in den Proben entstehen natürlich auch neue Ideen, neue Gedanken, die ich einfließen lasse in das Drehbuch. Und die Proben helfen mir auch nochmal, dass die Schauspielerinnen sich in die Charaktere vertiefen, sodass ich, wenn wir anfangen zu drehen, schon eigentlich die Grundlage geschaffen ist. Und dann, wie du schon sagst, Matthias, ist es auch für mich natürlich, das ist die Hauptaufgabe der Regie, wirklich ein Team zusammenzustellen und Schauspielerinnen auszuwählen, sodass man einen Raum schafft, wo man in Ruhe kreativ sein kann. Wenn ich dann drehe, dann improvisiere ich auch, dann sage ich, was Neues zu machen. Aber da merke ich, dass mir diese Vorbereitung eine Sicherheit gibt, und eine Möglichkeit gibt, dass die Schauspieler und die Schauspielerin einfach sich viel mehr in diese Figur sich einleben und auch sich einbringen, auch was von sich bringen und sagen, das finde ich merkwürdig. Und das war bei meinem Film auch so mit dem Hauptdarsteller vor allem. Wir haben ein Jahr gesprochen und wir haben lange geprobt und dadurch, durch diese ganzen Gespräche sind auch habe ich das Drehbuch auch ergänzt. Sapık benim ve çalışma arkadaşım Hasan Kabataş'ı biz avukatı izlerken gizlice videoya kaydetmiş. Çektiği görüntüleri de benim yeni telefon numarama gönderdi. Benim yeni numaram o kadar çabuk nasıl buldu bu? Ayrıca komşumun kızı ve kızıma İngilizce ders veren Leyla Çorumlu. Bu şüpheli şahısları nereden tanıyor? Bütün bunların sapıkla bir bağlantısı olabilir mi? Bu kız bir ajan mı? Ich musste bei ganz vielen nicken, was Matthias und was Aysh gesagt haben. Das stimmt natürlich, Regie ist fängt weit vor dem Film an. Ich glaube, ich bin zumindest bei diesem Film, ich habe jetzt noch nicht so viele Filme gemacht, aber ich bin da ein bisschen merkwürdig in dem Sinne, dass ich so Reverse Engineering betreibe. Also ich fange immer mit einem Titel an und dann muss ich rausfinden, was das für ein Film ist. Dann sehe ich so ein Poster vor mir. Und dann habe ich so ein Gefühl, was in dem Film passieren könnte und dann dauert es Jahre rauszufinden, was die Substanz ist. Und wenn man dann anfängt zu drehen, dann hat man das mit so vielen Kollaborateuren schon so oft durchgekaut, dass es schwer ist, dieses kontrollierte Chaos
dann herzustellen. Also gerade bei so einem Film, der so referenziell ist und auch tatsächlich mit so Zerr- und Abziehbildern arbeitet, denkt man natürlich so, das ist jetzt so wie bei Haneke, so man, you just show up und dann dreht man das, was man im Kopf hat. Und ein bisschen ist das natürlich so, aber es ist schon so, dass man sich immer selber daran erinnern muss und das macht auch die meiste Freude, dass die Leute am Set, und das sind eben natürlich vor allem die Schauspieler, noch ein bisschen Raum zum Atmen haben, dass das flirren kann, dass das irgendwie anfangen kann zu schweben und dass man nicht nur ein Storyboard abdreht. Es gab diese sehr aufwendige Szene in der Philharmonie, in der Lilith Stangenberg das Publikum kotzt und da sehr viele Komparsen sind und ein Orchester gleichzeitig live spielt. Das ist natürlich produktionstechnisch Handwerk, weil man kommt erst um 23 Uhr rein, um 8 Uhr morgens muss man wieder gehen. Es geht also auch auf die Kräfte. Also das habe ich sehr genau geprobt, damit alle wussten, es geht. Das, bei allen anderen Szenen war bei dem Film jetzt hier meine Herangehensweise sehr instinktiv zu sein. Beim Drehen haben wir uns eben auch vorher nichts überlegt. Mit der Kamera keine Auflösung und nichts. Wir haben uns einfach morgens getroffen und dann haben wir einfach gemacht. Es gab auch keine Filmscheinwerfer. Es war auch nur, es war alles nur Practicals, nur Lampen am Set, die man filmen konnte. Wir konnten immer 360 Grad überall hingucken. Und das war die Vorbereitung. Und wir hatten immer zwei Kameras. Ja, so dass ich auch so Schnitt gegen Schnitt immer gleichzeitig hatte. Und dann haben wir einfach angefangen zu drehen. Und dann haben wir geguckt, gesammelt. Und manchmal ging es dann schnell. Und manchmal fängt man dann trotzdem an zu arbeiten, weil man merkt, ja, trotzdem irgendwie stimmt da was nicht, noch nicht so irgendwie rhythmisch. Und dann fängt man an zu reden miteinander. Manchmal ging es ganz schnell. Ich sag mal, diese eine Szene am Tisch zwischen Lars und Corinna. Die haben sich morgens dahingesetzt an den Tisch. Und haben auch vorher nicht miteinander geredet und wir haben vorher die Verabredung gehabt, dass sie nicht aufstehen. Also das kam von denen. Dann stellen wir die beiden Kameras auf, eine auf Corinna, eine auf Lars und dann haben wir es einmal gemacht. Der Take war 25 Minuten lang und danach bin ich so hingegangen, habe gesagt, ja Leute, also besser kann man das nicht spielen. Du mochtest mich nicht. Niemals. Du wolltest immer mit deinem Vater sein. Aber ich habe das akzeptiert, weil ich dich ja schließlich auch nicht mochte. Aber diese Nonchalance, mit der Corinna das vorträgt und dieses, also es ist ja sehr glaubwürdig und ich habe wirklich Empathie für beide Figuren und das fand ich schon sehr stark. Corinna hat wirklich eine irrsinnige Qualität darin, viele Dinge gleichzeitig entstehen zu lassen. So als Schauspielerin. Dieses mehrschichtige, vielschichtige Gleichzeitigkeit der Dinge zuzulassen. Lars aber übrigens auch, Lars Eidinger auch. Ich habe schon das Gefühl, eigentlich ist ein Regisseur am Set nicht mehr nötig, so richtig. Weil die Leute da, also wenn du die Leute richtig eingestimmt hast, dann machen die alles genauso, wie es sein soll. Ich empfinde mich da mehr so als, ich habe da so die musikalisch-rhythmische Übersicht darüber, habe ich das Gefühl. Und ich will das weder klein noch groß reden, aber es ist ein toller Job, gerade dadurch, dass all diese Sachen, die man erzwingen will und die man so in die Welt ganz genau mit so was ganz genauen Vorstellungen hat, dass die dann ganz anders werden dadurch, dass man mit guten Leuten arbeitet. Und das mag ich am liebsten daran. Von Filmstudenten werde ich gefragt, wie schafft man es, dass man 100% von dem kriegt, was man wollte? Oder wenigstens 80% oder 90%. Und ich denke immer, das ist die falsche Art zu denken. Also es geht nicht darum, ich will überhaupt nicht, dass ich das alles kriege, was ich mir vorgestellt habe. Ich bereite, wir haben einen Plan, wie so eine Roadmap so. Und dann treffen wir uns und machen diese Reise zusammen. Das, oder was ich immer denke, jeder Film ist eigentlich so eine tägliche Bergbesteigung. Und jeden Tag besteigt man diesen Berg zusammen und hofft, dass man oben ankommt. Und dann immer ganz erschöpft, bin ich auch einmal ganz müde abends und dann alle Knochen tun einem weh und am nächsten Tag wieder. Aber dieses Gemeinsame, dass man gemeinsam das macht, das finde ich, das liebe ich am Filmemachen. Habt ihr Schwarz-Weiß gedreht? Also mit der Red Schwarz-Weiß oder habt ihr einfach Farbe rausgedreht hinterher?
Wir haben so auch aus VFX-Gründen in Farbe gedreht. Und weil ich selber das Color Grading mache, also Color Grading ist in dem Fall ein lustiges Wort, aber ich wollte so die Farbinformationen, weil dann kann man das Schwarz-Weiß noch ein bisschen interessanter machen. Und ich habe mich so in alle möglichen Ebenen dieses Films so herein micromanaged und so alles so ein bisschen herbeigebastelt. Das lag auch so an der Natur der Sache. Ich habe mich überall immer irgendwie eingemischt. Aber so habe ich das halt gelernt, so habe ich gelernt, Filme zu machen, dass man irgendwie alles macht. Und natürlich muss man dann den richtigen Zeitpunkt finden, das viel besseren Leuten zu übergeben. Das bei der Kamera auf jeden Fall so, beim Szenenbild, bei den Schauspielern, auf die ich angewiesen bin als introvertierter Mensch. Es war ganz lustig, mit Jan Bülow zum Beispiel zu arbeiten, weil er das Gegenteil von introvertiert ist. Und ihn so umzubügeln, das hat uns beiden, glaube ich, großen Spaß gemacht. Professor? Dürfte ich Ihnen vielleicht schreiben wegen meiner Doktorarbeit? Ja, ja. Sicher. Die Theorie von einem, das ist so ein bescheuerter Titel, weil wir wissen, dass es sowas nicht gibt und wahrscheinlich nie geben wird. Und dann dachte ich, was könnte das für ein Film sein? Ah, der muss schwarz-weiß sein, es gibt skifahrende Physiker. Also das war irgendwie innerhalb von 10 Sekunden klar. Ich würde ja sagen, der Film ist so ein bisschen so eine Anomalie. So, ein Film, den es so vielleicht selten gibt, vielleicht aus guten Gründen. Wir haben uns da aber so reingebissen und haben uns dann so Kollaborateure gesucht, wo dann nie die Gefahr bestand, dass die Natur des Films irgendwie in Frage gestellt wird. Zum Beispiel Karin, Olivia Ross, die hatten wir 4 Jahre vor Drehbeginn, hatte ich sie besetzt und dann haben wir immer uns getroffen und geredet, haben über französische Dialoge geredet. Mit Jan Bülow, der kam kurz darauf, war der dann besetzt und dann haben wir auch 3 Jahre immer wieder so Stich geprobt und geredet und so weiter. Vielleicht bin ich auch ein bisschen merkwürdig langsam, was das angeht. Aber ich finde, so, dass so Sachen fermentieren lassen und 5-mal versuchen, bevor man dann wirklich am Set steht, ist total schön. Ich glaube, dass man einen Schwarz-Weiß-Film macht, kam aus meinem Gefühl, dass ich so eine Art Lynch-Projekt hatte. Ich wollte was richtig Merkwürdiges machen, was aber am Anfang in so einer Kinovertrautheit daherkommt. Und dazu gehörten halt diese Edgar Wallace-Filme, 3 Männer im Schnee, Hitchcock natürlich, Carol Reed und so weiter. Das konnte ich dann auch erst so retroaktiv alles begründen. Aber deswegen ist der Film, glaube ich, schwarz-weiß, weil ich wollte die Zuschauer in so eine merkwürdig vertraute Welt entführen, die dann immer fremder wird. Also ich finde das total gelungen. Also ich fand den auch sehr verspielt. Ich habe eigentlich die ganze Zeit gegrinst beim Film. Es hat immer ein ganz leichtes Lächeln die ganze Zeit bei dem Film. Ich meine, wir sind ja alle 3 Autoren-FilmemacherInnen, ne? Dass wir das Buch auch geschrieben haben, dass man eigentlich am Anfang eine Idee hat und weiß, das Thema weiß. Aber ich finde es so spannend, dass in dem Prozess des Kreierens, des gemeinsamen Kreierens, man eigentlich dann erst spürt, worum es eigentlich ging, was einen so bewegt hat. Was so trotz vielen Problemen, also dieser Film, das ist wirklich ein Wunder, dass der Film stattgefunden hat. Ich meine, wir haben diesen politisch echt brisanten Film in der Türkei gedreht und es war bis zuletzt nicht klar, ob wir die Drehgenehmigung bekommen. Und ich hatte die ganze Zeit Angst, dass irgendjemand von der Behörde kommt und sagt, so Schluss, jetzt könnt ihr einpacken. Bei deinem Film, der ja einfach eine visuell super spannende Form hat. Fängst ja an, als wäre es eine Dokumentation und dann von da den Schritt zu machen, dass es aber irgendwann dieses Mädchen mit scheinbar ja, übernatürlichen Wegen, das finde ich toll. Also diesen Bogen zu schaffen und zu schlagen und das zuzulassen, diese Ebene Dokumentarfilm, Überwachungskamera, Thriller, aber auch sowas Übernatürliches da drin. Das ist ja sehr komplex und ich weiß nicht, ob du das schon genau wusstest, wie du das nachher schneidest. Ich habe ein bisschen in dein Drehbuch reingelesen, da habe ich gedacht, ja, die wusste schon genau, was sie tut. Es war natürlich sehr komplex mit den ganzen Medien und so weiter. Teilweise mussten wir die Szene mit 3 verschiedenen Medien drehen, mit der Alexa, mit dem Handy, mit der Überwachungskamera. Das war natürlich auch aufwendig, deswegen war das auch sehr notwendig. Aber auch mit dem Kameramann bin ich auch so einfach, der kriegt einfach ein Jahr die erste Fassung des Drehbuches. Weil ich auch ganz schön finde, so einen Input zu bekommen, von den kreativen Köpfen, Heads sozusagen, einen Input zu bekommen und dass man dann das dann gemeinsam gestaltet. Es ist ja auch, finde ich auch, dieses Thema, wie Kunst entsteht, was ich
was ja auch für so ein Thema bei Sterben für mich ist mit dem Orchester. Also dieses zusammen etwas erschaffen. Das ist das Tolle am Film. Okay, from this moment on, it's a complete different genre. Right? It's Grand Guignol. It's The Walking Dead. Don't think of it like somebody cutting a throat with a stiletto or a sharp knife. Think of exploding brains, like intestines coming out of chopped up bodies. Something like circular saws. This is splatter. Obwohl unsere Filme ganz unterschiedlich sind, behandeln sie schon ein ähnliches Thema. Die sind ja auch alle drei, auch wenn es so witzige Momente gibt in allen drei, sind die dann auch schon sehr, haben einen sehr melancholischen Unterton. Das stimmt, Melancholie ist das richtige Wort. Ich würde sagen, das Leben ist melancholisch und die Leute brauchen irgendeine Form von Trost. Nur manchmal muss man sie mit noch mehr Melancholie umwickeln, damit dieser Trost eintreten kann. Was machst du bei uns zu Hause? Deine Mutter ist gestürzt, Johannes. Du musst nach Altona ins Krankenhaus. Ich habe deinen Schlüssel genommen, falls du was? Kommst. Ja, aber was, wenn sie nach Hause kommt? Die kommt nicht mehr nach Hause, Johannes. Was? Die ist gestern Abend gestorben. Tut mir leid. Ich glaube auch, dass neue Erzählformen dafür sorgen, dass die Fühl- und Denkräume sich erweitern. Und das sorgt dafür, dass man einfach auch viel mehr Empathie empfindet. Man muss mutig sein und neue Wege gehen, weil die Welt sich auch verändert, weil wir natürlich auch, wenn wir einen Film drehen, sind wir im Dialog mit einer 100-jährigen Filmgeschichte. Das ist so, das heißt, wir beziehen uns aufeinander. Kime bakıyorsun kızım? Ha? Melek, babacığım çok önemli, tamam mı? İyi bak kızım. Birini gördün mü bunları, hatırlıyor musun? Önleri yeşilmiş. Öyle diyor. Yeşil gözlü. Başka? Onu ben görmedim. Onu hiç kimse göremiyor. Ich wollte sagen, dass ich mich so gefreut habe über diese beiden Filme, Toten Winkel und Thierry von Alm, weil sie ästhetisch so entschieden anders sind. Und dass ich da so glücklich drüber bin, weil es so, selten ist. Und dass man merkt, dass diese Filme, das ist mir das Wichtigste, dass da Regisseure sind oder Regisseurinnen, die eine eigene Welt kreieren. Sowohl formell, strukturell, und ästhetisch und so, das finde ich toll. Ich fühle mich sehr geehrt, mit euch nominiert zu sein. Und ich bin ganz stolz darauf, dass wir alle drei irgendwie nominiert wurden. Kann ich nur erwidern.